Eisige Poppy mit einem neuen Video. Ja, der Videotitel Wir müssen reden dreht sich mal wieder um ein Thema, was schon seit Jahren immer wieder Thema auf meinem Kanal und generell auf anderen Kanälen, auch auf YouTube vorherrscht. Das Thema Product Reviews, Videovorstellungen von irgendwelchen Produkten, Tests dazu und so weiter, also Werbung für irgendwelche Firmen, irgendwelche Produkte. Und ja, da gibt es halt so eine Gruppe von Leuten, die das gut finden, die sich darüber freuen, die diese Videos gerne anschauen, die dankbar dafür sind, weil sie über Produkte informiert werden, um zu wissen, taugt es was oder taugt es nichts, oder eben mehr Details über die Produkte zu bekommen. Und dann gibt es eben die andere Gruppe, die quasi schon genervt davon ist, die uns YouTubern unterstellt, wir seien gekauft, wir würden nur noch Werbung machen für diese Firmen und die ganzen anderen schönen Videos, die man so machen würde, die würden ausbleiben, man würde dann nur noch eben diese Produktvideos machen und man würde sich verändern und so weiter. Leider alles ziemlich haltlose Behauptungen, die mit keinerlei Fakten untermauert werden, die so einem einfach so aufs Butterbrot geschmiert werden in den Kommentaren. Und grundsätzlich muss jeder, der auf Social Media Plattformen vertreten ist, sich im gewissen Rahmen im Klaren sein, dass es das gibt und dass da eben Leute aus irgendwelchen Gründen auch immer die Dinge, die man macht, nicht gut findet. Und es ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Ich kann nicht erwarten, dass ich ein Video mache und es hochlade und dass das alle geil finden. Das hofft man natürlich und man gibt sich da ja auch viel Zeit, denn es steckt in dem Video, und das vergessen, glaube ich, manchmal echt einige, richtig viel Arbeit drin. Man bereitet sich vor, man muss zu der Location fahren, muss dort den richtigen Platz finden, man baut da vielleicht irgendwas auf, dann dreht man das Video über mehrere Stunden, dann fährt man nach Hause, sichtet die ganzen Aufnahmen, schneidet sie, bereitet sie zu, versucht eine Geschichte zu erzählen dabei, legt schöne Musik drunter, versucht da halt einfach ein gutes Produkt abzuliefern, was man dann kostenlos auf eine Plattform hochlädt, wo jeder einfach die freie Entscheidung hat, das schaue ich mir an und das schaue ich mir nicht an. Und auch trotzdem habe ich dann auch kein Problem damit, wenn jemand sagt so, ey, pass mal auf, das letzte Video fand ich jetzt irgendwie nicht so geil, hat mir nicht so gefallen, jo, habe ich mir nicht angeschaut oder habe ich nach 5 Minuten ausgemacht oder sonst irgendwas. Wo ich ein Problem damit habe, wenn eben diese Kommentare in eine Richtung gehen, wo ich sage, das ist schon fast persönlich beleidigend, da habe ich dann schon ein Problem damit. Da kann ich dann einfach als relativ emotionaler Mensch auch nicht einfach drüber lesen. Das schaffe ich bei ein paar, aber es gibt immer wieder dieselben Leute, wenn sie dann nicht schon endlich geblockt sind, die immer dasselbe schreiben und die auf irgendeine Art und Weise anscheinend enttäuscht sind, wo man es halt echt schwer nachvollziehen kann, warum das so ist. Natürlich freuen wir uns, wenn die Videos häufig geschaut werden, wenn sie viele Klicks bekommen, wenn die Abonnentenzahl steigt. Darum geht ja letztendlich Social Media, Instagram und YouTube, darum dreht sich das, einen gewissen Wachstum, wenn man es genau will, das dreht sich das ganze Leben, die ganze Kultur in der westlichen Welt dreht sich nur um Wachstum. Aber das ist ja nicht der vordergründige Grund, warum man solche Videos macht, sondern man hat Bock, einfach kreativ zu sein. Und deswegen hat man ja auch meistens angefangen, Videos zu machen, weil man irgendeinen Weg, irgendein Sprachrohr gesucht hat, um sich zu präsentieren. Jeder, der vor der Kamera steht, der auf der Bühne steht, der im Theater irgendwie auf der Bühne steht, ist eine Art Rampensau, hat das Bedürfnis, sich nach außen in die Öffentlichkeit zu zeigen. Und macht es dann auch eben auf seine Art und Weise. Und dass dabei natürlich auch immer Leute dabei sein können im Publikum, die das vielleicht nicht so gut finden, ist völlig normal. Jeder berühmte Mensch hat seine Feinde, hat seine Hater, Leute, die ihm den Erfolg nicht gönnen. Aber ich gehe gar nicht mal so weit, dass es immer nur der Neid und die Missgunst ist, die dieses anregt, diese Kommentare. Es muss was anderes sein, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist. Es
so richtig. Es gibt tatsächlich auch Leute, die es durch YouTube geschafft haben, fast schon berühmt zu werden, wenn ich da an Fritz und an den Martin denke. Oder Leute, Felix Immler hat auch seine gewisse Szene-Berühmtheit. Der Atze ist mittlerweile ziemlich bekannt auf der YouTube-Szene, ist da eine gewisse Persönlichkeit mit seiner Videoqualität und so weiter. Und ebenso Leute wie der Fritz zum Beispiel, die haben es auch geschafft. Die haben gesagt, okay, ich will diesen Weg wirklich gehen. Ich will damit Geld verdienen, das soll mein Leben sein. Ich habe da Spaß dran. Und dann kann man das gut oder schlecht finden. Aber man hat es einfach zu respektieren, finde ich. Das geht einfach niemand anders was an, was derjenige mit seinem Leben anstellt. Und wenn er da Lust drauf hat, eben in euren Augen eine Werbehure zu sein oder eben sich für solche Plattformen zu prostituieren, ja, dann macht er das eben, aber das muss euch einfach egal sein. Das muss man einfach hinnehmen. Als erwachsener Mann, Mensch, muss man einfach akzeptieren, dass manche Menschen andere Entscheidungen treffen, wie man vielleicht selber treffen würde. Und dass da viel harte Arbeit und viel und langer Weg dahinter steckt, das wird immer vergessen. Man denkt immer, ja, man hat mal hier und da was gemacht, dann wird man plötzlich berühmt und dann ist es ein Selbstläufer. Das ist verdammt harte Arbeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, Video drehen, Video schneiden, Video aufbereiten, Video vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich viel Arbeit. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, ich bin weder gekauft, noch habe ich mich verändert, noch hat sich durch meine zunehmende Zahl an Produktreviews irgendwas an meiner Herangehensweise verändert. Warum das der ein oder andere denkt, kann ich mir nicht erklären. Ich kann nur sagen, dass es nicht so ist. Ich habe noch nie von irgendeiner Firma einen Cent bekommen, dass ich das Produkt XY in die Kamera halte. Es geht lediglich darum, ich bekomme das Produkt, ich darf es testen, ich darf es benutzen und ich darf es danach behalten, wenn ich ein Video dazu drehe. So, angefangen hat es irgendwie in Deutschland auch mit dem Kai Sackmann. Der war der erste, der größere YouTuber, der solche Videos gemacht hat. Mir hat das gefallen. Ich wollte das auch machen, weil es einfach Spaß macht, neue Produkte in die Hand zu nehmen, die man sich vielleicht A, so nie kaufen würde oder nicht kaufen könnte, weil einfach die Vielzahl der Produkte einfach das Budget sprengen würden. Das ist einfach nur mal so. Und da kann ich so viel verdienen, wie ich will. Ich würde mir das unter Umständen nicht kaufen, aber ich habe halt die Möglichkeit, durch meinen Kanal, durch meine gewisse Reichweite, die ich damit habe, solche Dinge eben zu machen. Und was ich auch weiterhin für mich sagen kann, ist, dass ich bis auf eine bzw. zwei Firmen nur mit Firmen zusammengearbeitet habe, wo auch ein persönlicher Kontakt zu der Firma besteht, wo ich entweder jemanden kenne, der in der Firma arbeitet oder später kennengelernt habe. Alles meistens deutsche mittelständige Unternehmen, die von null auf nichts, von nichts eine Firma aufgebaut haben, mit ihrem guten Produkt erfolgreich sind und einfach damit versucht haben, ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich frage mich, was daran verwerflich ist. Amazonas, der Chef, Reisebegeisterter in Amazonas, hat in Hängematten geschlafen, hat sich entschieden, Hängematten herzustellen. Krüzibeck, ja, der Entwickler, der Markus, ist halt Produktentwickler, hat sich halt entschlossen, eben Schlafsäcke herzustellen. Die ganz alten Sachen, hier Bushcraft Essentials, der Detlef, hat gesagt, ich baue die Bushbox von Händler zu Entwickler und so weiter. Das sind alles Firmen, mit denen man persönlich dann im Laufe der Zeit dann auch persönlich Kontakt hatte, sie jahrelang schon kennt. Und das dann für mich eine Freude ist und eine Ehre ist auch, einer der Ersten zu sein, die das neue Produkt dann in den Händen hält und vorstellen und zeigen darf. Und als kleines Dankeschön darf man das dann behalten. Ich sehe nicht daran, was da gekauft sein soll. Vor allem, weil meine Meinung in den Videos immer ehrlich ist und nicht beeinflusst. In keinem meiner Videos habe ich irgendwas mal gesagt, was mir irgendjemand vorgesagt hat, was ich sagen soll oder was ich nicht sagen soll. Es gibt Videos, die sind noch nicht online, beziehungsweise die werden noch gedreht. Da werde ich ganz klar zeigen, dass das Produkt vielleicht einen Fehler hatte. Aber die Firma sagt, hey, erwähnt es bitte in dem Produkt, in dem Video, weil das kann halt nur mal passieren. Ja? Und ich denke einfach,
auf so einer Ebene ist es einfach schön, Kooperationen zu haben und sich das auch erarbeitet zu haben auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist dann einfach so schade, wenn dann Leute einfach Behauptungen in den Raum werfen, man wäre gekauft, man würde sich verändern und so weiter und so fort und das überhaupt nicht mit Argumenten belegen können. Ich würde mir wünschen, ich könnte jedes Wochenende 2 Nächte in den Wald gehen, draußen schlafen und da jedes Mal ein Video dazu drehen. Wenn ich das könnte, würde ich es machen. Aber ich bin ein berufstätiger Mensch. YouTube ist mein Hobby. Ja? Ich habe eine Tochter, die teilweise bei mir lebt. Ich habe einen Beruf, an dem ich auch am Wochenende und nachts arbeiten muss. Ich habe jetzt die ganze Woche von Montag bis heute Sonntag komplett durchgearbeitet. Ich war gestern mal 2,5 Stunden im Wald und habe für euch ein Video gedreht, wo ich versucht habe, ein Produkt vorzustellen und gleichzeitig auch Wissen zu vermitteln. Und man steckt da wirklich viel Liebe und Energie rein und man bekommt oft dann irgendwelche Kommentare vor die Füße geworfen, wo man sich echt fragt, warum eigentlich? Was ist da los? Was ist der Auslöser von dem, der den Kommentar schreibt, sowas zu schreiben? Und das ist echt frustrierend und manchmal fragt man sich dann schon, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Aber zum Glück gibt es halt auch ganz, ganz viele Leute, die wirklich nette und immer wieder nette Kommentare und Danke unter die Videos schreiben. Und bei denen möchte ich mich auch auf alle Fälle bedanken. Bei den ganzen Abonnenten, die mir seit Jahren wirklich treu folgen, die mir immer wieder sagen, dass sie mich cool finden, dass sie mich nett finden, dass sie Spaß an meinen Videos haben. Das sind die Leute, die mich weiter antreiben, letztendlich Videos zu machen und die Freude daran, einfach kreativ zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und wenn ich die Produktvideos nicht machen würde, würde es trotzdem nicht mehr Tourenvideos geben, weil einfach keine Zeit dazu da ist. Ich habe versucht, seit Monaten ein Treffen mit dem Howie, mit dem Atze oder sonst wie hinzukriegen. Das nächste Treffen, wo wir uns alle sehen werden, ist im Herbst, ja? Weil vorher einfach keiner Zeit hat, weil einfach Urlaub ist, weil die Familie haben, weil die alle auch ihr YouTube-Kanal irgendwie füllen müssen und oder füllen wollen. Und dann immer solche Behauptungen aufzustellen, das ist einfach schade und das ist einfach so ungut. Wir wollen doch alle eine große Community sein. Es dreht sich doch um das Hobby Outdoor. Und ich kann euch einfach nur bitten, wenn ihr keinen Bock auf ein Video habt von mir und ihr seht, da steht irgendwie Produkt XY, dann schaut es einfach bitte nicht an und freut euch einfach drauf, wenn das nächste Video kommt, wo dann wieder steht Übernachtung, Tour, Hängematten-Tour, Wandern, was weiß ich. Wo ich es dann endlich wieder geschafft habe, nach draußen zu gehen und meinem Hobby, das Draußensein und das Filmen gleichzeitig zu frönen. Und die paar Videos, die dann daneben erscheinen, wo es mir auch Spaß macht, einfach ein neues Produkt zu befingern und zu befummeln, ja, dann schaut die einfach nicht an, bitte, wenn ihr sie nicht sehen wollt. Wie gesagt, Kritik ist immer erlaubt, solange es in einem gewissen Rahmen ist, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber Unterstellungen, Behauptungen aufzustellen, die nicht mal annähernd belegt sind oder beweisbar sind, ist einfach unverschämt. Das würdet ihr auch nicht wollen, wenn ich einfach irgendwas behaupten würde und sagen wollte, dass der Typ macht das oder das. Das ist einfach, das ist nicht fair. Ja? Weil man kann sich nicht wirklich wehren. Und ich frage mich manchmal, ob das derjenige, wenn er mich auf der Straße sehen würde, mir auch sagen würde. Ich würde es mir wünschen, dass es so ist. Manchmal würde ich mir wünschen, ich würde die ganzen Leute, die dann so kritisch schreiben, einfach mal an einem Treffen irgendwo zu treffen und sich einfach mal hinzusetzen, ein Bier zusammen zu trinken und einfach mal drüber zu quatschen und zu fragen, wo das Problem da ist. Und angefangen hat das ganze Review-Ding ja eigentlich damit, dass man versucht hat, ja, eine Dienstleistung zu bieten. Im Endeffekt, man bietet was an und zwar, ich setze mich mit Produkt XY auseinander, ich gucke mir das an und beurteile dann, ob das gut oder schlecht ist, ja? Und sage dann in der Kamera, hey, das ist ein gutes Produkt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es kaufen, ansonsten lasst es bleiben. Und, oder ich sage, ey, das ist voll der Scheiß, kauft es bloß nicht. Und zum Glück hatte ich in der Vergangenheit in ganz vielen Fällen immer Produkte in der Hand, die wirklich gut waren, weil ich mir vorher wirklich überlegt habe, will ich dieses Produkt vorstellen oder will ich es nicht vorstellen. Die Taschenlampen von Olight, es sind alles super Taschenlampen. Die Hängematten von Amazonas, die Schlafsäcke von Grützibäck, die Rucksäcke von Wendquest, das sind alles hochwertige, gute Produkte, die sicherlich ihr Geld kosten, aber es auch wert sind. Und ich habe niemals gesagt, hey, das müsst ihr unbedingt kaufen. Ihr kauft bloß nichts anderes. Kauft bitte unbedingt diesen Rucksack. Habe ich in keinem Video jeweils erwähnt. Ich habe immer nur gezeigt,
meine ehrliche Meinung, dass die manchmal sich unterscheiden kann von anderen Reviewern und YouTubern oder von Zuschauern, das kann natürlich sein, ja. Die Powerbank zum Beispiel. Ich finde, es ist eine gute Powerbank. Das Solarpanel funktioniert halt nicht. Klar, ist dann für mich letztendlich auch ein Totschlagargument. Aber deswegen ist die Powerbank die eigentliche Funktion von diesem Produkt ja deswegen nicht schlecht. Und ist deswegen das ganze Produkt jetzt schlecht? Nee. Und das ist genau der Sinn dahinter. Wir geben den Firmen Feedback. Wir sagen denen, hey, pass mal auf. Die Powerbank ist super, aber lass das blöde Solarpanel weg. Oder wir sagen zum Sven von Amazonas, hey, pass mal auf Sven, das Tarp ist geil, aber wenn hier und da noch irgendwie Verbesserungen gemacht werden würden, dann wäre das Ding noch geiler. Und das passiert auch. Ein Jahr später gibt es plötzlich ein neues Tarp, was eben dieses Feedback von Zuschauern, von Reviewern eben integriert hat und die Firmen sich verbessern können und es eben miteinander ist. Und das ist doch voll geil, da profitiert doch jeder davon. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden, das wollte ich einfach mal sagen. Wie gesagt, ich kann das komplett verstehen, wenn jemand da keinen Bock drauf hat, wenn er das nicht sehen will, dann bitte, 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 schau es dir einfach nicht an. Ich freue mich, wenn du bei anderen Videos wieder dabei bist. Ich würde gerne 5 Tourenvideos im Monat hochladen, jederzeit. Wenn ich die Zeit hätte dazu, es zu machen, würde ich es tun. Ja? Und vergesst bitte einfach nicht den Aufwand, der hinter solchen Videos steckt. Der ist echt nicht gering. Aber ich mache es gerne, ich mache es vom Herzen. Und ich mache es nicht nur für mich, ich mache es auch für euch. Und ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Klick und so weiter. Und bitte hört auch nicht auf, reinzuschreiben, zu kommentieren. Wir brauchen das Feedback. Und klar, wenn halt der Howie, der Matze und ich halt 3-mal dasselbe Produkt vorstellen von Amazonas, dann liegt es halt nur mal dran, dass wir halt Freunde vom Sven sind, der halt bei Amazonas arbeitet. Das mag dem einen oder anderen verwerflich vorkommen, aber es ist einfach, dann hat man einfach den direkten Draht zu der Firma, man kann wirklich Feedback geben und so weiter. Und unsere Kanäle sind dann alle gleich groß oder ähnlich groß und dadurch ist halt eben dieses gegeben. Dass das dann dem einen oder anderen nervt, kann ich komplett verstehen. Aber nimmt es uns einfach nicht übel. Wir haben Spaß daran. Wir sind alle Gear-Nerds irgendwie. Und wenn wir die Chance bekommen, durch unser Tun irgendwie so ein Produkt zu benutzen, dann tun wir das eben. Ja? Puh, wie lange habe ich jetzt gelabert? Knapp 18, 20 Minuten. Nochmal, vielen, vielen Dank an alle die, die immer reinschauen, die immer kommentieren. Ja, auch die, die schreiben, ey, volles scheiß Video. Mein Gott, wenn es dir nicht gefällt, ist es deine Meinung, akzeptiere ich. Aber bitte nicht beleidigend werden. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Ihr wisst ja, hier unten abonnieren klicken, die Glocke aktivieren, dass ihr die nächsten Videos, wahrscheinlich vielleicht auch eine Produktpräsentation, davon informiert werdet. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, es ist ein Tourenvideo. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Damn.